Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ja, ich dachte mir, ich nehme heute mal wieder die Kamera mit. Wir haben es 20 vor 8. Ich habe Papa schnell zur Arbeit gefahren. Lea schläft noch. Es steht heute an. Gute Frage, keine Ahnung. Also ich muss wie immer Essen machen, wie immer aufräumen. Heute Abend gehe ich ins Kino. Genau, und ich werde euch ein bisschen mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video. Fräulein Lea ist auch wach, gell, mein Schatz? Hm? Nein. Natürlich mit ihrer Decke. Gell, Baby? Komm, mein kleines Baby. Nein, Schatz. Wir müssen jetzt einkaufen gehen. Du musst das frühstücken und dann gehen wir einkaufen, okay? Ja. So, meine Lieben, ich sehe wieder einigermaßen menschlich aus. Fräulein Lea ist auch. Hallo, Schatzi. Hi. Hi, Baby. Ja, und hier ist wieder Chaos. Lea hat die ganze Handtasche von Mama ausgeräumt, gell? Kommt hier rein. Und wir machen den Kleiderschrank zu. So ist er. Genau. Oh. Mein Outfit und hier liegen Klamotten. Peinlich, das zu zeigen. Ja, so sehe ich aus. So sehe ich aus und so sieht Lea aus. Wir gehen jetzt in den Lidl, oder? Ja, irgendwo müssen wir hin. Ich muss für heute fürs Essen was machen. Was ist denn? Brauche ich Sachen, Lebensmittel. Das gehen wir jetzt kaufen und ich muss noch was gucken wegen ihrem Geburtstag. Sie kuschelt mit dem Teppich, gell, Schatzi? Der ist ganz weich. Mami hat ihn vorgestern gewaschen, gell, am Freitag. Dieser Teppich ist zwar sehr schön und so, also, aber diese Fusseln, aber die sieht man jetzt in der Kamera nicht. Gut, es gibt jetzt nicht so viele, weil er eigentlich frisch gewaschen ist, aber... Hi! Hi, Baby! Ja? Ja? Wir müssen Schuhe anziehen, gell? Komm, sonst wirst du später sicher bald schlafen gehen. Mit deinem Dickschädel gegen die Kamera hauen. Wo willst du denn hin? Warte, ich komme gar nicht hinterher. Ah! Ah! Komm, setz dich hin, Schatzi. Ja. 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 Oh, weiß ich. Oh, Mama muss aufstehen. Mua. Ihr seid verschwommen. Ich muss das jetzt wieder sauber machen. Hä? Es geht. Guckt mal, jetzt zieht sich die Decke aus dem Kinderbett raus. Und dann kuschelt sie mit ihr. Ja? Ich habe mich jetzt entschieden, zuerst in den Lidl zu fahren. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich seht. Zum Lidl, weil Lea heute für ihre Verhältnisse ein wenig zu früh aufgestanden ist und deswegen
Und deswegen ist sie relativ müde und wird am liebsten, glaube ich, einschlafen. Deswegen fahren wir jetzt nur zum Lidl. Und dann, wenn sie ihren Mittagsschlaf gehalten hat, fahren wir dann weiter. Ich brauche nämlich noch ein paar Sachen für ihren Geburtstag. Oh nein, ist das der Postbote? Bringt der mein Paket? Wenn der jetzt mein Paket bringt, kriege ich einen Anfall. Ich sag's euch. Aber der fährt vorbei. Ich habe keine Ahnung. Egal. Ja, ich brauche ein paar Sachen für ihren Geburtstag. Mal schauen. Und die Torte müssen wir auch noch bestellen. Ich mache nämlich keine Torte selber oder so. Weil ich viel zu sehr Angst hätte, dass das schief läuft, dass das nicht gelingt. Und was dann? Also die Torte, ich weiß nicht, wie ihr anderen das alle macht. Also wenn ich die Torte einen Tag vor ihrem Geburtstag mache und sie schief läuft, wie soll ich das dann schaffen, dass eine normale Torte an dem Geburtstag dann steht? Wisst ihr, was ich... Lidl! Bitte guckt euch mal, was ein fast einjähriges Kind anstellen kann. Nachher übrigens, wir sind schon zu Hause von unserem Einkauf. Und Lea will noch nicht schlafen, wir haben aber schon fast 11:30. Wie hast denn du das geschafft da drüben? Was ist das? Oh Gott. Mama kann wieder putzen. Ich wollte euch mal zeigen, vielleicht mache ich ein extra Video darüber. Und wir werden heute Abend höchstwahrscheinlich dieses Ding da machen. Ich wollte es unbedingt noch vor ihrem ersten Geburtstag machen mit ihren Füßen. Es ist doch bestimmt eine sehr schöne Erinnerung. Vielleicht filme ich es kurz mit und lade dann so ein kurzes Video hoch. Mal schauen. Jetzt will sie Wasser trinken. Wir werden aber jetzt bald schlafen gehen, mein Schatz. Ich habe gar nicht gesehen, das ist offen. Ich bin so ein Depp. Schatzi, du bist nicht schuld. Mama ist schuld, gell? Alles nass, komm her. Aber du bist trocken geblieben. Das ist ja wichtig, gell? Das ist wichtig. So, wir versuchen es jetzt mal. Nein. So, ihr Lieben, ich habe gerade ein Food Haul abgedreht. Ihr seht mein Einkauf von heute. Lea ist jetzt eingeschlafen. Ich lege euch mal dahin oder stell euch mal dahin. Ich habe noch nie ein Food Haul abgedreht, weil ich immer so Kleinigkeiten kaufe und dann dachte ich, ach, das zahlt sich nicht aus und dann, ja. Werde ich das Ganze jetzt verräumen, dann fange ich an zu kochen und dann schauen wir mal weiter. Genau. So Leute, ich melde mich auch wieder, es ist 3:30 bereits. Ja, ich habe einfach, weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich war einfach ständig irgendwie beschäftigt. Dann habe ich was vergessen, dann habe ich wieder einkaufen müssen. Kennt ihr das? Wenn ihr was kochen wollt und eine einzige Sache vergisst, die man für das Gericht braucht, boah, ich habe mich so geärgert. Ich koche jetzt gerade, ich zeige euch mal, was für ein Chaos ich anstelle, wenn ich was Aufwendiges koche. Guckt euch mal dieses Chaos an. Ja, und das ist hauptsächlich von dem Gericht. Guckt mal, was ich von meinem Schatz zu Valentinstag bekommen habe. Diesen Strauß Rosen und ja, Blumen halt. Dann hier so 3 Luftballons in Herzchenform. Dann eine große Merci. Und noch so ein Polster, so einen roten, wo unser Bild drauf ist. Hat mich echt überrascht. Wartet mal. So sieht das Polsterchen aus. Oh.
Ja, er hat mich echt überrascht. Und ich koche jetzt mal weiter um 5 oder kurz nach 5 geht es dann ins Kino. Was werde ich anschauen? Na, Shades of Grey. Ich habe gehört, manche sind nicht so begeistert von dem Film, manche wiederum schon. Ja, mal schauen. Ich sag euch dann meine Meinung am Ende des Videos. So, liebe Leute, ich fahre ins Kino jetzt. Es ist 17.08 Uhr. Ich habe Essen fertig gemacht. Mein Schatz ist zu Hause. Lea schläft. Hol jetzt meine Freundin ab und dann gucken wir uns den Film an. So, Leute, ich wollte mich nur kurz verabschieden. Ich habe es gestern irgendwie ganz verpeilt, nach dem Kino Tschüss zu sagen. Ja, der Film war ganz okay. Ich habe mir ein bisschen anders vorgestellt, so als ich die Bücher gelesen habe. Ja, es ist halt immer so, man stellt sich das immer alles anders vor, wenn man so ein Buch liest, als es dann, ja, wird, sagen wir mal so. Er ist nicht schlecht, also ich finde ihn ganz okay, aber ja, ich habe mir ein bisschen besser vorgestellt. Auf jeden Fall, ja, war es das jetzt eigentlich von meinem Follow Me Around. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.